Schön, dass ihr hier seid. Willkommen im buddhistischen Tor Berlin. Ich heiße Karuna Bandhu. Ich habe heute die Freude, den öffentlichen Vortrag zu halten. Das Thema ist, was ist Erleuchtung? Ich hatte eigentlich vorgehabt, heute Nachmittag ein paar lustige Bilder noch aus dem Internet zu ziehen von Erleuchteten. Leider habe ich nicht viel Material gefunden, sonst eigentlich findet man alles mögliche Zeug im Internet. Ja, dann sind so Typen, ich will jetzt nicht zu sehr in Details gehen, sofern Anhänger anderer Religionen dabei sind, vermeide ich das. Man könnte lustige Bilder finden und Erleuchtung ist in aller Munde fast und wird wahrscheinlich nicht immer für das gleiche Ereignis verwendet. Also nicht immer, wenn Erleuchtung gesagt wird, wird das gleiche damit gemeint. Und ich möchte heute Abend versuchen darzustellen, was ist eigentlich mit dem Begriff gemeint im buddhistischen Zusammenhang. Was meinen Buddhisten, wenn sie das Wort Erleuchtung sagen, beziehungsweise was meinte der Buddha damit? Das ist das Thema, um das Thema einzugrenzen. Ich werde am Anfang ein bisschen konzeptuell sein. Das heißt, ich werde einige Episoden aus der Lebensgeschichte des Buddhas versuchen zu erzählen und ein bisschen buddhistische Theorie, was den Begriff Weisheit oder Vipassana angeht. Und am Ende aber gibt's eine Slideshow, also was zum Angucken. Dann wird auch Shraddha Bandhu den Raum etwas verdunkeln. Ja, das heißt, haltet durch den konzeptuellen Teil. Nachher gibt's noch was zum Gucken. Ja, also so viel. Okay. Der buddhistischen Auffassung nach war der Buddha der erste Erleuchtete, den es in der Geschichte der Menschheit, jedenfalls sofern sie überliefert ist, gab. Ja, der buddhistischen Auffassung nach war der Buddha der erste Erleuchtete. Der Buddha war in der buddhistischen Auffassung auch nicht ein Gott oder die Inkarnation eines Gottes oder der Prophet eines Gottes, sondern der Buddha war ein Mensch, aber eben, nachdem er Erleuchtung erlangt hatte, ein erleuchteter Mensch, was für Buddhisten kein gewöhnlicher Mensch mehr ist, ja, sondern eben ein erleuchteter Mensch. Ich hoffe, dass ich gleich einen Geschmack vermitteln kann, was das bedeutet. Für Buddhisten ist der Buddha, der das Ideal der Erleuchtung verkörpert, sozusagen das höchste Ideal. Buddhisten sind deshalb Buddhisten, weil sie auch Erleuchtung erlangen möchten. Das ist, man könnte sagen, das definierende Kriterium für einen Buddhisten. Ja, die möchten gerne die gleiche Erfahrung, die der Buddha gemacht hat, entdeckt hat, auch machen. Ja, so viel vielleicht zu der Begrifflichkeit. Der Buddha hat nicht zufällig Erleuchtung erlangt. Ja, der Buddha wurde als normaler Mensch geboren, ja, wie du und ich. Die buddhistische Tradition behauptet zwar, dass er aus der Seite der Mutter schlüpfte, aber das ist nicht so entscheidend. Ja, der Buddha war ein normaler Mensch und musste sich bemühen, um Erleuchtung zu erlangen. Ja, der Buddha hat also nicht zufällig Erleuchtung erlangt, sondern dass der Buddha Erleuchtung gefunden hat, war das Ergebnis einer langen, intensiven Bemühung, die sogenannte Wahrheitssuche. Und was hat den Buddha dazu veranlasst, auf die Wahrheitssuche zu gehen? Warum? Dazu hat natürlich die buddhistische Tradition die berühmte Geschichte der vier Ausfahrten, ja, warum der Buddha auf die Wahrheitssuche ging. Also der Biografie des Buddhas zufolge wuchs er in wohlhabenden Verhältnissen auf. Er war der Sohn quasi Präsidenten einer Stammesrepublik, wie es wohl damals in Nordindien gab, und der Buddha war der Sohn davon. Ja, es wird noch nicht mal gesagt, er war ein Prinz. Ja, aber er war der Sohn des Präsidenten. Sein Vater, heißt es, baute ihm drei Paläste. Vielleicht nach unseren heutigen Begriffen eher, man würde sagen, Villen. Der Buddha hatte, also der noch nicht Buddha, der Sohn des Präsidenten, hatte für jede Jahreszeit eine Villa. Eine Villa für den Sommer, eine für den Winter, also für die heiße und für die kalte Zeit. Und eine Villa für die Regenzeit. Es wird gesagt, dass der Buddha von allen unangenehmen Seiten des Lebens ferngehalten wurde, weil sein Vater nicht gerne wollte, dass er sich mit religiösen Fragen auseinandersetzte. Ja, das ist so die traditionelle Lebensgeschichte. Ja, und dann gab es, dann hat der Buddha seine Ausbildung bekommen. Ja, er gehörte der Kriegerkaste an. Dann hat er wohl gelernt, mit dem Schwert umzugehen, mit dem Bogen, Martial Arts. Wahrscheinlich auch alle möglichen Traditionen hat er vermittelt bekommen, ja, von den Ältesten, ohne zur Schule zu gehen. Es ist nicht bekannt, ob er schreiben oder lesen konnte. Nach Feierabend hatte er in seinen Palästen, wie es heißt, nur weibliche Bedienstete, war zudem auch verheiratet, also es mangelte nicht an Vergnügungen. Wie dem aber auch sei, es schien dem Buddha langweilig zu sein da drin.
sodass er sich eines schönen Tages entschloss, den Palast oder die Villa zu verlassen, gegen den Willen seines Vaters. Ja, und die Geschichte geht, er fragt seinen persönlichen Fahrer, den Wagenlenker, halt in die Stadt zu fahren, um zu gucken, was da passiert. Natürlich ist wahrscheinlich bekannt, das Erste, was den beiden begegnet ist, sie sehen einen alten Greis. Ja, es wird beschrieben, ein Mann, der gebeugt geht, am Stock, zitternd, klappernd, mit langem weißem Haar, Schütter. Das Sekret tritt aus den Augen. Wahrscheinlich macht er kauende Bewegungen mit dem Kiefer. Ein Tatergreis, würde man sagen. Und natürlich, der Buddha, dieser legendären Geschichte nachzufolge, hat sowas noch nie gesehen. Fragt den Wagenlenker, was ist denn das? Naja, das ist ein alter Mann. Was ist denn Alter? Naja, man wird eben alt. Was heißt das, man wird alt? Werde ich auch alt? Ja, ich werde alt, du wirst alt, alle werden alt. Und offensichtlich versetzt den noch nicht Buddha das in so eine Art spirituelle Krise. Ja, sie fahren nach Hause, an dem Tag ist die Petersilie verhagelt, aber nichtsdestotrotz kommt es daraufhin zu einer weiteren Ausfahrt. Diesmal wird ein kranker Mensch gesehen und wieder das Gleiche. Der Buddha muss erfahren, dass alle Menschen krank werden können. Und natürlich auf der dritten Ausfahrt schließlich begegnen sie einem Leichnam, einem toten Körper. Und wieder natürlich kommt die Wahrheit sozusagen nach Hause, ja, es müssen alle sterben. Und das ist die Geschichte von diesen drei Ausfahrten. Und der Buddha hat seine spirituelle Krise. Und man könnte sagen, es ist, als ob dem noch nicht Buddha plötzlich ins Bewusstsein tritt, dass es Alter, Krankheit und Tod gibt. Dass auch er sie erleiden wird und alle anderen Menschen auch. Also das Dilemma, niemand möchte sterben und doch ereilt es jeden. In dieser Geschichte stehen Alter, Krankheit und Tod natürlich für etwas viel weitreichenderes als diese drei, Alter, Krankheit, Tod, was im Buddhismus Dukkha genannt wird. Ja, Dukkha wird normalerweise übersetzt mit Unzufriedenheit oder Leiden. Ja, also der noch nicht Buddha begegnet dem Leiden, der Unzufriedenheit. Der Buddha hatte Berührung mit der Tatsache gehabt, dass im Leben nicht immer alles so läuft, wie wir es uns wünschen. Niemand möchte sterben und doch ereilt es jeden. Es läuft im Leben nicht immer so alles, wie wir es uns wünschen, ist natürlich milde ausgedrückt. Der Buddha sagt sogar später, dass in jedem Element unserer Erfahrung Unzufriedenheit oder Leiden drin steckt. Ja, in jedem Moment unserer Erfahrung, dass wir nie ganz davon frei sind. Bei manchen schlimmen Erfahrungen ist das natürlich leicht zu sehen. Ja, kennen wir alle. Schmerzen, Krieg, Krankheit. Und obwohl es uns, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es euch gut geht oder nicht. Aber ja, manchmal geht es uns ja auch gut. Naja, wir sind frei von Schmerzen und so weiter. Aber natürlich können wir nie sicher sein, dass wir nicht damit in Berührung kommen. Ja, es ist immer so, immer da. Die Möglichkeit ist immer da. Und das ist natürlich normalerweise, wenn wir können, ein Aspekt des Lebens, den wir gerne vermeiden. Wir beschäftigen uns normalerweise nicht damit, dass wir vielleicht morgen zum Arzt gehen und irgendeine Diagnose kriegen können. Ja, es sei denn, dass wir gerade durch persönliche Umstände selber sowas erleben oder ein naher Bekannter von uns erlebt sowas. Aber normalerweise versuchen wir das ja außen vor zu halten. Das passiert anderen, aber nicht mir. Interessanterweise kann man manchmal bei Menschen sehen, die doch mit so einer Diagnose konfrontiert sind, dass sie eher scheinbar, lebendiger sind dadurch. Ja, das nur als kleine Nebenbemerkung. Ja, wir schieben das immer so, oder häufig schieben wir das so zur Seite als etwas Unangenehmes, aber oft sieht man, wenn Menschen tatsächlich zum Beispiel mit dem Tod eines Nahestehenden konfrontiert sind, dass sie dadurch auf eine paradoxe Art und Weise aufleben. Ja, also mehr Energie haben und scheinbar mehr im Kontakt mit dem sind, was eigentlich wichtig im Leben ist. Vielleicht inspiriert und sowas. Ja, ganz interessant. Ich finde das interessant, mal darüber zu reflektieren. Wann wir eigentlich das Gefühl haben, dass wir intensiv leben. Ja, aber vielleicht jetzt mit dem Leiden ein bisschen zur Warnung, obwohl am Anfang der Suche des Buddhas eine Leidenserfahrung steht oder die Erfahrung von Unzufriedenheit, ist Buddhismus kein Leidensweg. Ja, sollte nicht damit verwechselt werden. Im Buddhismus gibt es keine Märtyrer und Leiden als solches ist keine spirituelle Praktik. Ja. Ja, sich selber Leiden zufügen oder auch anderen Leiden zufügen, ist im Buddhismus keine spirituelle Praktik. Hier nochmal gesagt. Da gibt es kleine, aber feine Unterschiede zu anderen Religionen. Ja, und man muss aufpassen, dass man das nicht vermixt. Buddhisten erkennen an, dass Leiden oder Unzufriedenheit ein Bestandteil des Lebens ist.
Und anstelle die Augen davor zu verschließen, versuchen Buddhisten zumindest sich die Frage zu stellen, wie kann ich am besten leben angesichts dieser Tatsachen? Aber wieso ist in jeder Erfahrung ein Element von Unzufriedenheit? Ja, wieso ist das in jeder Erfahrung? Ja, dass es manchmal krass ist, das wissen wir. Ja, aber wieso in jeder Erfahrung? Und wir können alles haben, was wir uns wünschen. Ja, toller Beruf, toller Partner, liebe Familie, Auto, Bahncard, Gesundheit, Wohlstand, freies WLAN, Cappuccino, ja, die Sonne scheint. Aber selbst wenn das immer alles so bleiben würde, wenn man das einfrieren könnte, ja, was sowieso nicht möglich ist, aber selbst wenn es so wäre, dass wir uns sozusagen unsere Elemente, die wir gern haben, schön gruppieren könnten, dass sie uns immer zur Verfügung stehen. Früher oder später, wahrscheinlich früher, wäre auch das langweilig. Und wir würden uns fragen, ist das alles? Irgendwo tief im Herzen haben wir doch den Wunsch, im Grunde darüber hinauszugehen und weiter zu suchen, etwas Neues zu suchen. Und das ist mit dieser eher existenziellen Unzufriedenheit gemeint, mit dem existenziellen Dukkha. Ich habe jetzt nicht den Fachbegriff, gibt's auch im Buddhismus. Also was selbst wenn es einem gut geht und man scheint alles zu haben, ist da immer noch, jedenfalls wenn man achtsam ist und zur Ruhe kommt damit, merkt man, eigentlich hatte ich mir was anderes vorgestellt. Es muss noch mehr geben. Buddhisten interpretieren das so, dass sich unser Herz nach Erleuchtung sehnt. Nach Erwachsen, nach Wachtum. Und natürlich sind wir uns oft nicht darüber im Klaren. Und wenn wir uns unzufrieden fühlen, versuchen wir, andere Lösungen zu beschaffen. Ja, noch ein Cappuccino oder ein besserer Partner, ein besseres Auto. Wahrscheinlich denken wir nur selten daran, ja, ich bin unzufrieden, eigentlich, ich muss mich auf die spirituelle Suche begeben. Für den Buddha ergab sein angenehmes Leben angesichts dieser Tatsachen, die durch Alter, Krankheit, Tod dargestellt werden, keinen Sinn mehr. Er erlebte eine tiefe spirituelle Krise und musste eine Lösung für dieses Dilemma finden. Ich zitiere jetzt ein Gedicht, was ungefähr 1300 Jahre später entstanden ist in Japan, was vielleicht diese Einstellung sehr schön illustriert. Das ist von Kukai. Und wer schon mal mit uns auf Retreat war, kennt das sehr wahrscheinlich. Du fragst mich, warum ich zum Berge ging, tief und kalt. Ehrfurchtgebietend, von steilen Gipfel, kantigen Felsen umstellt. Sahst du denn nicht, ja sahst du denn nicht, die Pfirsich- und Pflaumenblüten im Garten des Königs? Sie werden in voller Blüte nun stehen, rosig, duftend. Aprilschauer öffnen sie bald, dann reißen Frühlingsstürme sie fort. Auf und nieder, getrieben, verstreut, Blüten im ganzen Garten. Frühlingsmädchen schlendern umher und pflücken manch einen Zweig. Und Goldamseln picken mit Frühlingsgeflatter nach Blütenblättern im Flug. Sahst du denn nicht, ja sahst du denn nicht, das sprudelnde Wasser im göttlichen Quell des Gartens? Kaum steigt es empor, da fließt es für immer fort. Tausende glitzernde Fäden strömen, kaum sind sie erschienen, fließen, fließen, fließen in unauslotbare Tiefen, taumeln, wirbeln, kreisen immer und immer im Fluss und keiner, der weiß, wo sie halten. Sahst du denn nicht, ja sahst du denn nicht, dass Billionen in Japan und China lebten? Unsterblich war keiner, keiner seit ewigen Zeiten. Weise Fürsten der Vorzeit, Tyrannen, gute und schlechte Untertanen, hübsche wie hausbackene Mädchen. Wer könnte sich ewiger Jugend erfreuen? Ob edel, ob niedrig gesinnt, ausnahmslos sterben die Menschen dahin. Sie alle, gestorben, zerfallen zu Asche und Staub. In Liederhallen und Tanzpalästen hausen nun Füchse. Flüchtig wie Träume, Wasserperlen und Blitz, alle sind ewige Wanderer. Sahst du denn nicht, ja sahst du denn nicht, dies ist der Menschen Geschick, wie könntest du ewig leben? Denk ich daran, will das Herz mir schier zerspringen. Auch du gleichst dem Sonnenlicht, sinkend im westlichen Bergland, lebendem Leichnam gleich, dessen Zeit nun bald abläuft. Vergeblich wäre mein Bleiben in dieser Stadt. Fort, fort muss ich gehen, hier ist meine Wohnung nicht. Lasst mich, denn Herr der großen Leerheit werde ich sein. Ein Spross von Shingon darf hier nicht bleiben. Ja, das ist ein Auszug aus dem Gedicht von Kukai, was vielleicht diese Unzufriedenheit sehr schön darstellt. Auf der vierten Ausfahrt schließlich begegnet der Buddha einem wandernden Bettelasketen, die es zu der Zeit gab, der mit gelassener Miene gesammelt am Rand der Straße geht. Und der Buddha wusste da, dass dies auch sein Weg sein würde, nämlich als hausloser Wahrheitssucher, eine Antwort auf dieses menschliche Dilemma, Alter, Krankheit, Tod, Unzufriedenheit zu finden. So war für den Buddha
existenzielles Leiden, der Beginn des spirituellen Lebens. Gegen den Willen seiner Eltern gab er seinen Besitz, seinen Status und seine Familie auf und verließ sein Zuhause. Der noch nicht Buddha schnitt sich also Haare und Bart ab, tauschte seine Aristokratenkleidung gegen ein Bettelgewand, verließ das Gebiet seines Stammes und begab sich auf die Suche nach der Wahrheit. Die dauerte wohl mehrere Jahre. Offensichtlich musste der Buddha Rückschläge hinnehmen, er hat Sachen probiert, die nicht funktioniert haben. Schließlich gelang es dem Buddha jedoch, eine Antwort auf seine Frage zu finden und zu einem Buddha zu werden. Ja, schließlich gelang es. In den klassischen buddhistischen Texten, die seit ein paar Jahrhunderten nach dem Leben des Buddhas aufgeschrieben wurden, hat der Buddha in den Tagen vor und den Tagen nach seiner Erleuchtung eine Reihe von außergewöhnlichen Erfahrungen, die sich als ein entfaltender innerer Prozess verstehen lassen. Es scheint, als wäre die Erleuchtung nicht plötzlich gekommen, sondern über einen Zeitraum von einigen Tagen oder, wenn man die Zeit der Suche natürlich mit einrechnet, vielleicht sogar einige Jahre. An einer bestimmten Stelle, an einem bestimmten Abend jedoch, sitzt der Buddha unter dem berühmten Bodhi-Baum, einer sogenannten Pappelfeige, Ficus religiosa. Der Buddha sitzt dort in tiefer Meditation und Reflexion. Und es scheint, dass sich in dieser Nacht eine Einsicht, eine direkte Schau in die wahre Natur der Dinge entfaltet. Er hat eine Reihe tiefer mystischer Erlebnisse. Er sieht, wie sein Schicksal, sein Leben, das Resultat vorangegangener Bedingungen ist. Nämlich das Resultat der ethischen Qualität seiner vergangenen Entscheidungen. Seine, in Anführungsstrichen, seine Vergangenheit bis in anfanglose Zeit wird ihm bewusst. Das Gleiche sieht er in Bezug auf alle anderen Lebewesen. Mit anderen Worten, der Buddha sieht das Gesetz von Karma. Handeln hat Folgen. Jeder Mensch hat Verantwortung für sein Schicksal. Das, was wir tun, hat einen Effekt. Gegen Ende der Nacht schließlich richtet der Buddha seine verfeinerte, gesammelte Aufmerksamkeit auf seine Ausgangsfrage. Was ist die Bedingung, die Ursache für das Ausgangsproblem seiner Suche von Alter, Krankheit, Tod, von Leiden, von Unzufriedenheit? Was ist die Bedingung dafür? Und in dem Sutta, als der Morgenstern über dem Horizont erscheint und er seinen Geist auf ihn konzentriert, sieht er die Antwort. Er dringt mit seinem geläuterten, gerichteten, verfeinerten, klaren, entspannten, konzentrierten Geist tief in die Wirklichkeit der Dinge vor und sieht die Ursache für Alter, Krankheit, Tod, Unzufriedenheit. Er sieht zunächst, dass es eine Ursache dafür gibt. Sie kommen nicht von ungefähr. In dieser Nacht entfaltet sich im Buddha die Einsicht in das bedingte Entstehen, das sogenannte bedingte Entstehen. Ja, die philosophische Grundposition des Buddhismus. Ja, über diese Nacht entfaltet sich die Einsicht in das bedingte Entstehen. Ja, zuerst Handeln hat Folgen und letztendlich universell selbst unser existenzieller Zustand kommt nicht von ungefähr, sondern es ist ein Spiel von Ursachen und deren Folgen. Alle Dinge, alles entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen. Nichts existiert aus sich selbst heraus. Jeder Gegenstand, ich, die Welt, jede Erfahrung, alles entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen. Hören die Bedingungen auf, hört das Ding auf, hört die Erfahrung auf. Was aber ist die Ursache für die Unzufriedenheit? Auf diese Frage gibt es natürlich heutzutage viele Antworten. Was ist die Ursache für Unzufriedenheit? Ja, zum Beispiel von der Psychologie. Ja, wir sind unzufrieden, weil wir zu viel Stress haben, wir nehmen uns zu viel vor, wir haben den falschen Partner, jemanden, der nicht zu uns passt oder den falschen Beruf, wir sind überfordert, wir füllen unsere Freizeit nicht richtig aus. Wir machen dies nicht richtig, irgendwie müssen wir eigentlich mit allem anders umgehen, dann wären wir zufrieden. Populäre Antworten auf die Frage, was ist die Ursache der Unzufriedenheit? Wir holen einfach nicht genug aus unserer Erfahrung heraus. Der Buddha kam jedoch zu einer anderen Antwort darauf. Die Ursache der Unzufriedenheit, ja in Klammern Alter, Krankheit und Tod, ist Begehren. Die Ursache der Unzufriedenheit ist Begehren. Unsere Neigung, Dinge ergreifen und besitzen zu wollen. Die Ursache dafür, dass wir begehren, wiederum ist Unwissenheit. Eine tiefe spirituelle Unwissenheit, ein Nichtsehen oder gar ein Verkennen der Wirklichkeit, nämlich der Wirklichkeit des bedingten Entstehens. Diese Unwissenheit wird auch mit dem Begriff Verblendung beschrieben im Buddhismus. Da wir die Wahrheit des bedingten Entstehens nicht sehen, begehren wir Dinge, greifen wir nach Dingen. Das ist der unerleuchtete Zustand.
Die Ursache für Alter, Krankheit, Tod, Leiden und Unzufriedenheit. Hört die Unwissenheit auf, entfaltet sich die Einsicht in das bedingte Entstehen, tritt Erleuchtung ein. Zur gleichen Zeit, also in der gleichen Nacht am Morgen, wo die Nacht zu Ende ist, entsteht dem Buddha das Wissen, dass er die Ursache des Leidens in sich überwunden hat, vernichtet hat. Er hat Alter, Krankheit, Tod, Kummer und Unzufriedenheit überwunden, zurückgelassen. Er weiß, dass sie nicht wieder zurückkommen werden, dass er sich davon befreit hat, denn er hat sich von ihrer Ursache befreit. Er hat das Begehren überwunden, indem er tiefe Einsicht in die Natur der Wirklichkeit erlangt hat. Er weiß auch, dass er die Antwort auf seine Suche gefunden hat. Er weiß, dass er Erleuchtung erlangt hat. Ja, also dieses Wissen ist ein Teil der Erfahrung. Ich werde gleich kurz den Pfad untersuchen, den der Buddha empfiehlt für diejenigen, die wie er Erleuchtung erlangen möchten. Und darauf nochmal ein bisschen näher eingehen. Zuvor jedoch möchte ich noch eine weitere Episode aus der legendären Lebensgeschichte des Buddhas erzählen, die sich im Zusammenhang mit seiner Erleuchtungserfahrung entfaltet. Kurz nach seiner Einsicht in das bedingte Entstehen reflektiert der Buddha über die Wahrheit des bedingten Entstehens so. Eingedrungen bin ich in diese Wahrheit, die tief ist, schwer zu schauen, schwer auszudrücken, friedlich, erhaben, durch Grübelei nicht zu erfassen, subtil, nur von Weisen zu begreifen. Aber dieses Volk verharrt bei seinen Leidenschaften, ergötzt sich an seinen Leidenschaften, findet Freude an seinen Leidenschaften. Für ein Volk aber, das bei seinen Leidenschaften beharrt, an seinen Leidenschaften sich ergötzt, in seinen Leidenschaften seine Freude findet, ist dieser Gegenstand schwer zu schauen, nämlich diese ursächliche Aufeinanderfolge, das Gesetz des bestimmten Entstehens. Ja, und dann kommt das gleiche nochmal in Vers vor. Mit Mühe bin ich eingedrungen genug, nun mag ich's nicht verkünden. Von solchen, die umstrickt sind von Begierde und Sünde, wird diese Wahrheit nicht richtig verstanden. Sie, die gegen den Strom geht, die tief, schwer zu schauen, fein ist, sehen solche nicht, die von den Begierden umstrickt sind und verhüllt in der Masse der Finsternis. Der Buddha scheint an dieser Stelle den Entschluss zu fassen, seine Einsicht in die Wirklichkeit, in das bedingte Entstehen, nicht zu lehren. Ja, weil er denkt, es wird niemand verstehen. Ja, die Leute sind so sehr in ihre Affären verstrickt, nichts zu machen. Und das wirft ein Licht auf die Wahrheit des bedingten Entstehens. Es könnte sein, dass wir vielleicht denken, das bedingte Entstehen ist klar wie Kloßbrühe, das kennt man ja. Die Wissenschaft legt ja auch das bedingte Entstehen zugrunde. Schließlich werden Ursachen erforscht, Ursachen von Krankheiten oder andere Dinge, um sich die Gesetzmäßigkeiten zunutze zu machen, ja, für den Fortschritt und so weiter. Also es ist im Grunde nichts Neues, bedingtes Entstehen. Ja, es scheint fast banal zu sein. Oder ja, nichts passiert zufällig. Aber möglicherweise ist da der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Vielleicht wissen wir das theoretisch oder nur für bestimmte Bereiche. Denn in Wirklichkeit wissen wir es wahrscheinlich nicht. Oder zumindest verhalten wir uns nicht so einem Wissen entsprechend. Denn eigentlich wollen wir nicht, dass Dinge bedingt sind. Ich glaube, wir wollen tief drin doch an die ewige Liebe glauben, an das dauernde Glück. Ja, an 6 richtige im Lotto. Ja, und so weiter. Es ist, als würden Dinge für immer unhaltbar sein und eben nicht dem bedingten Entstehen unterworfen. Ich lese nochmal das Zitat vor. Eingedrungen bin ich in diese Wahrheit, die tief ist, schwer zu schauen, schwer auszudenken, friedlich, erhaben, durch Grübelei nicht zu erfassen, subtil, nur von Weisen zu begreifen. An einer anderen Stelle benutzt die buddhistische Tradition ein Bild, um unsere Lage in Bezug auf die Wirklichkeit zu beschreiben, die unerleuchtete Lage. Sie spricht von 2 Schleiern, die uns von der Wirklichkeit trennen. Und zwar der Schleier der Leidenschaften und der Schleier der Annahmen. Ja, wir leiden unter dem Schleier der Leidenschaften und dem Schleier der Annahmen und können deshalb nicht die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. Das heißt, wir sehen die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind, sondern unseren Wünschen, Abneigungen und Interessen entsprechend. Davon ausgehend verstricken wir uns in allerlei Theorien über die Wirklichkeit. Ja, der Schleier der Leidenschaften, der Schleier der Annahmen. Der Buddha ist also gelehrt, nicht zu neigen. Zum Glück in der legendären Lebensgeschichte kommt ein sehr, sehr hoher Gott und bemerkt, dass der Buddha denkt, ich bleibe hier einfach unter dem Bodhibaum sitzen und werde es niemandem erzählen. Und der Gott sozusagen richtet eine Petition an den Buddha. Ja? Möge der Erhabene die Wahrheit verkünden, sagt er dem Sinn nach und sagt dann, einige Menschen haben wenig Sand sozusagen auf den Augen und die werden es verstehen. Ja, also der Gott kommt und es erscheint diese Vision,
den Buddha eines riesigen Lotusteiches und er sieht die Menschheit sozusagen als Lotusse, die verschieden tief noch entweder im Schlamm am Grunde des Sees sind oder schon im Wasser aus dem Schlamm herauswachsen oder schon über der Wasseroberfläche. Man könnte sagen, ein sehr, sehr optimistisches Bild, wenn man sich mit einem Lotus vergleicht. Ja, es gibt immer das Potenzial des Wachstums nach oben, aus dem Schlamm heraus, durch das Wasser an die Wasseroberfläche. Und schließlich, ich glaube, Lotusse kommen sozusagen vom Wasser unbenetzt über der Wasseroberfläche zur Blüte und sind dann weder mit Schlamm noch Wasser irgendwie voll. Und ja, und der Buddha sieht das und denkt, ja, es stimmt, einige der Lotusse sind schon ziemlich weit oben. Und er entschließt sich dann doch, okay, ich werde das lehren. Ich werde diese Erfahrung vom bedingten Entstehen kommunizieren. Der Buddha entschließt sich also, seine Erfahrung zu kommunizieren. Der Überlieferung in den klassischen buddhistischen Texten zufolge sucht jetzt der Buddha eine Gruppe anderer Wanderasketen auf, die er von vorher schon kannte, und beginnt ihnen seine Erfahrung zu vermitteln. Zusammengefasst besteht der Pfad des Buddhas zum Überwinden dieser beiden Schleier aus Ethik, Meditation, Weisheit. Das ist sozusagen die größte Zusammenfassung des buddhistischen Pfades zur Einsicht Ethik, Meditation, Weisheit. Und ich möchte mich jetzt gleich insbesondere dem Element Weisheit zuwenden, ja, als sozusagen als Kulmination des buddhistischen Pfades, weil es geht ja um die Weisheit des bedingten Entstehens. Vorher möchte ich kurz resümieren, was bislang schon alles über Erleuchtung in Erfahrung gebracht werden konnte. Ja, es geht ja heute Abend um das Thema, was ist Erleuchtung? Also erstens, Erleuchtung ist das Ende der Unzufriedenheit. Sie ist die Antwort auf das Dilemma der menschlichen Existenz, Alter, Krankheit, Tod. Um sich überhaupt auf die Suche nach der Erleuchtung zu begeben, muss man dieses Dilemma erkennen und es als leidvoll sehen. Ja, der Pfad beginnt immer mit Unzufriedenheit. Erleuchtung kommt nicht von ungefähr, sie tritt in Abhängigkeit bestimmter Bedingungen ein. Erleuchtung tritt ein, wenn das Begehren aufhört. Erleuchtung kommt, wenn man die Wirklichkeit des bedingten Entstehens sieht, wenn die Schleier der Leidenschaften und der Annahmen zerreißen. Ja, so viel bis dahin für die buddhistische Definition des Erleuchtungsbegriffes. Weisheit. Im Buddhismus wird unter Weisheit der Einblick in die Wirklichkeit, so wie sie ist, verstanden. Die Dinge so sehen, wie sie sind. Damit ist weniger eine konzeptuelle Einsicht gemeint, kein Wissen um ein philosophisches System von Anschauungen, sondern eine direkte, unmittelbare Schau, eine Erfahrung der Dinge so, wie sie sind, nämlich des bedingten Entstehens. Als unerleuchtete Menschen sehen wir normalerweise die Dinge eben nicht so, wie sie sind, sondern genau umgekehrt, wir sehen die Dinge, wie sie nicht sind. Eben durch den Schleier der Leidenschaften, Schleier der Annahmen. Die Dinge selbst, die Wirklichkeit, ist perfekt. Ja, ihr fehlt nichts. Ja, Wirklichkeit ist einfach, wie sie ist. Das bedingte Entstehen muss nicht korrigiert werden. Ja, die Wirklichkeit muss nicht korrigiert werden. Dinge sind einfach, wie sie sind. Für sich genommen rein. Das ist eben das So-Sein oder die So-Heit. Ja, da wir die Dinge aber leider nicht so sehen, wie sie sind, ist unser Erleben nicht erleuchtet. Unsere Erfahrung ist eben bedingt durch die beiden Schleier. Wir sind nicht frei. Und diese bedingte Existenz, die wir erleben, eben durch die Schleier, ist durch drei Merkmale gekennzeichnet. Das erste, Dukkha, die Unzufriedenheit, das Leiden. Das zweite, Unbeständigkeit. Das dritte, Unwirklichkeit oder Wesenlosigkeit, Anatman. Der Buddha empfiehlt jetzt bei Ethik, Meditation, Weisheit, in der Abteilung Weisheit, der Buddha empfiehlt, über diese sogenannten drei Merkmale der bedingten Existenz zu reflektieren, um die Schleier der Leidenschaften und der Annahmen beiseite zu schieben. Ja, aber Achtung, zuerst kommen Ethik und Meditation. Nur noch mal als kleiner Hinweis, der buddhistische Pfad besteht aus Ethik, Meditation, Weisheit, nicht nur aus Weisheit. Ja, der erste Schritt, nur noch mal, um das noch mal klar zu machen, der erste Schritt auf dem spirituellen Pfad besteht für die meisten Menschen darin, zuerst ein gesunder, glücklicher Mensch zu werden, nämlich durch die Praktik von Ethik und Meditation. Erst dann, wenn wir uns gut kennen, in Frieden mit uns selbst und in Harmonie mit anderen Menschen leben können, also sprich Verantwortung für uns selber übernehmen können, sollten wir uns mit intensiver Reflexion dem Pfad der Weisheit widmen. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir weniger schlimmes Dukkha, ja also konkretes Leiden, sondern eher existenzielles Dukkha erfahren, wenn wir also eigentlich gut leben und die Frage mehr und mehr kommt, was gibt es noch? Ja, dann können wir damit beginnen, über die drei Merkmale der bedingten Existenz zu reflektieren. Ja, Weisheit ist der letzte Schritt von Ethik, Meditation, Weisheit. Nur als kleiner Hinweis.
Ja, die drei Merkmale, Dukkha. Dukkha ist gerade schon behandelt worden mit dem Gedicht von Kukai und den drei Ausfahren des Buddhas. Muss vielleicht nicht mehr zu gesagt werden. Das zweite, Unbeständigkeit. Nichts bleibt, wie es ist. Alles verändert sich die ganze Zeit über. Angefangen bei der kleinsten Zelle bis hin zum Kosmos hat alles einen Anfang, eine Blüte und ein Ende. Unbeständigkeit. Wie vielleicht schon gerade bei dem Thema bedingtes Entstehen, können wir das vielleicht leicht nachvollziehen. Alles verändert sich. Manche Dinge sehr langsam, Berge, Kontinentaldrift, Dinge verändern sich langsam. Andere Dinge verändern sich schnell. Das Wetter, unsere Stimmungslage, alles verändert sich. Theoretisch ist das jedem klar, oder? Ist ja auch, liegt auf der Hand. Erneut die Frage, aber leben wir danach? Versuchen wir nicht, Besitz zu erwerben, um uns ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben? Verlassen wir uns nicht auf unseren Partner für unser emotionales Wohlbefinden? Hier tun wir so, als ob Dinge doch von Dauer wären, zum Beispiel. Und wenn wir sie verlieren, was unweigerlich geschehen wird, sind wir erschüttert, natürlich. Und die Erschütterung zeigt uns, wie sehr wir uns doch auf etwas verlassen haben, was diese Verlässlichkeit von sich aus nicht bieten kann. Ja, wir haben sozusagen die vorübergehende Natur dieser Dinge, auf die wir uns verlassen wollen, nicht gesehen. Ja, und das ist Unbeständigkeit. Das dritte Merkmal der bedingten Existenz, die Wesenlosigkeit, Anatman. Auf eine gewisse Art und Weise ergibt sich das aus der Unbeständigkeit oder vielmehr die Unbeständigkeit ergibt sich aus der Wesenlosigkeit. Alles entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen. Hören die Bedingungen auf, hört das entstandene Ding auf. Nichts existiert aus sich selbst heraus. Das ist eigentlich kein Problem und wäre vielleicht gar nicht so erwähnenswert, wenn wir nicht in unserer Erfahrung ständig ein Subjekt und ein Objekt schaffen würden. Erfahrung ist einfach Erfahrung, ein ständiges Fließen, eben das bedingte Entstehen. Wir scheinen allerdings als unerleuchtete Menschen von unserer Erfahrung zurückzutreten und zu fordern, dass es jemanden gibt, der erfährt, nämlich ich erfahre. Ebenso fordern wir, dass hinter oder außerhalb der Erfahrung selbst etwas existiert, das erfahren wird, nämlich ein Objekt. Wir glauben, dass ich und Dinge eine tatsächliche Wirklichkeit besitzen, so etwas wie einen unveränderlichen Wesenskern haben. Dem Buddha nach sind das Irrtümer. Wir fallen in das sogenannte duale Denken dadurch. Ja, wir entfernen uns von der Wirklichkeit, die einfach da ist und fordern, es gibt ein Ich, das erfährt und es gibt sozusagen hinter der Erfahrung etwas, das erfahren wird. Ja, das duale Denken. Und durch eben dieses duale Denken, ja durch das Ich und das Objekt, kommt es zum Begehren, zum Anhaften. Wir sehen nicht, dass wir letztendlich nichts besitzen können, da alles ja der Veränderung unterliegt. Wir jagen Illusionen hinterher. Ja, wir versuchen Dinge zu greifen, die nicht gegriffen werden können. Zusätzlich kommt es dabei zu allerlei zusätzlichen Erscheinungen wie Neid, Gier, Eifersucht, Mord, Krieg. Ja, alles um Dinge, die eigentlich nicht gegriffen werden können. Also viel Rauch um nichts, könnte man sagen, aber leider die Realität. Auch erschaffen wir uns für uns selbst dadurch Kategorien, mit denen wir uns selbst fesseln, ja, oder binden, ja. Ich denke, so bin ich. Ich bin so ein Mensch, wie ich bin. Ich bin nicht so ein Mensch, sondern so ein Mensch. Dies kann ich nicht. Ja, ich schaffe mir eine Kategorie und dadurch im Grunde binde ich mich selber fest. Ja, und natürlich, ich mache Objekte aus meinen Erfahrungen und glaube, sie besitzen zu können. Ja, was nicht geht. Und dabei, während wir das machen, sehen wir eigentlich nicht die Freiheit, ja, die Ekstase, die der Wirklichkeit innewohnt, dem Buddha nach. Wenn wir sie nur so sehen und entsprechend leben könnten, wie die Wirklichkeit ist. Wenn wir tief über diese drei Merkmale reflektieren, ja, also über Unzufriedenheit, Veränderlichkeit, also Unbeständigkeit und Wesenlosigkeit, wenn wir tief über diese drei Merkmale reflektieren, kommt es ja als buddhistische Praktik, kommt es mit der Zeit zu einer grundlegenden Desillusionierung damit. Wir durchschauen den illusorischen Charakter der bedingten Existenz und hören auf zu versuchen, unser Glück darin zu finden. Ja, indem wir versuchen, Sachen zu besitzen, die sich nicht besitzen lassen. Aber mit was lässt uns das zurück? Tiefe Desillusionierung. Soll ich dafür die Mühen des spirituellen Pfades auf mich nehmen? Das klingt ein bisschen vergeblich. Soll ich jeden Tag meditieren, versuchen freundlich zu Leuten zu sein, die ich eigentlich nicht mag, nur um am Ende mit einer großen Desillusionierung zu enden? Warum? Ist der Buddhismus vielleicht nicht doch am Ende ein nihilistischer Verlöschungskult?
am Ende lebensfeindlich, vielleicht mit einer guten Ethik versehen, einer Geistesruhe und Zufriedenheit durch Meditation, ein sehr schön ausgearbeitetes System, aber am Ende doch nur ein sich abfinden mit einer grausamen Wirklichkeit. Wenn wir die bedingte Existenz tief durchschauen, erblicken wir jedoch darin oder dahinter das Unbedingte, Qualitäten von Erleuchtung. Und hier ein Zitat aus einem Buch, die drei Juwelen von Dhammalok übersetzt. Erleuchtung im buddhistischen Verständnis entspricht dem Zerreißen der beiden Schleier. Deshalb geht diese Erfahrung auch mit einem zutiefst befreienden Erleichterungsgefühl einher. Der Buddha verglich die Geistesverfassung eines Erwachten, also eines Erleuchteten, mit der eines Menschen, der sich aus einem gefährlichen Dschungel in Sicherheit gebracht oder seine Schulden abgezahlt hat oder aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Es ist, als hätte man uns endlich eine unerträgliche Bürde von den Schultern genommen. Dieses Gefühl der Befreiung von Schmerz, Leid, widerstreitenden Emotionen sowie von Furchtlosigkeit und Stille des Geistes ist so stark, dass viele der älteren kanonischen Schriften die Erfahrung des Erwachens ausschließlich im Sinne von Freiheit oder Befreiung umschrieben haben. Ja, also wenn man tief genug die Bedingte, das Unerleuchtete durchschaut, ist es so, als würde man, Sangharakshita sagt es so, am Grunde des Samsara, des Unerleuchteten, die Erleuchtungsqualitäten sehen. Und Sangharakshita spricht davon, dass dann ein völlig neues Element in unserer Erfahrung entsteht. It's about time to switch that on, maybe. Ein völlig neues Element. Wenn wir Erleuchtung zum ersten Mal sehen oder vielleicht einen Abglanz von Erleuchtung, ja, wenn diese beiden Schleier, der Schleier der Leidenschaften und der Schleier der Annahmen, zum ersten Mal vielleicht etwas zur Seite geschoben wird durch diese Reflexion, kommt ein völlig neues Element, eine völlig neue Qualität in unserer Erfahrung, die vorher nicht da gewesen ist. Deswegen kann unsere Erfahrung auf dem buddhistischen Pfad auch nur bis hierhin mit Worten adäquat beschrieben werden. Ja, unsere Erfahrung verlässt jetzt den Bereich dessen, was wir kennen. Den Bereich dessen, mit dem wir vertraut sind, den Bereich der Begriffe. Zum ersten Mal ist eine klare Sicht auf Erleuchtung in uns entstanden durch eine tiefe Einsicht in die Welt des Bedingten, des Unerleuchteten. Und das kann nicht adäquat in Begriffe gefasst werden. Denn unsere Begriffe bilden das ab, was wir kennen, was wir denken. Erleuchtung geht jedoch darüber hinaus, verlässt den Bereich des Bekannten, den Bereich der rationalen Logik, den Bereich des wissenschaftlich Beweisbaren. Die Sprache der Symbole und Bilder hilft uns hier vielleicht weiter, denn sie richtet sich nicht an unseren Intellekt in erster Linie, sondern spricht direkt zu unseren tieferen, im Unbewussten verborgenen Kräften und Gestaltungen. Tatsächlich betont Sangharakshita, der Gründer von Triratna, unser Lehrer, die Bedeutung von Kunst, Musik und Poesie für das Dharma-Leben, besonders in der modernen westlichen Gesellschaft. Sie kann uns über unser Vorstellungsvermögen, unsere Imagination in Bereiche führen, die von unserem rationalen, kognitiv erfassenden Verstand nicht erreicht werden können. Und obwohl sie die ganze Zeit da sind, diese Bereiche, diese unbewussten Bereiche und manchmal ihr Eigenleben führen, wo wir keine Kontrolle drüber haben. Ja, aber die können angesprochen werden. Ein bekanntes Symbol für Erleuchtung ist das Mandala der fünf Buddhas. Und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Das Mandala der fünf Buddhas, das sind fünf symbolische oder auch, man sagt, archetypische Buddhas, denen man in Meditation begegnen kann. Der zentrale weiße Buddha ist dabei der eigentliche Buddha und steht für die eigentliche Erleuchtung, und die vier farbigen Buddhas in den vier Hauptrichtungen stellen Aspekte der Erleuchtungserfahrung dar. Jeder hat seine besondere Farbe, besondere Handhaltungen und ist mit besonderen Symbolen ausgestattet. Und ich werde jetzt zum Abschluss des Vortrags das Mandala der fünf Buddhas vorstellen. Dabei gibt es vielleicht nicht so viel zu verstehen, ja, einfach wirken lassen. Eine Reise durch das Mandala der Buddhas ist zugleich eine Reise durch die vier Himmelsrichtungen und durch verschiedene Tageszeiten. In der Morgendämmerung betreten wir das Mandala von Osten her und begegnen zuerst dem blauen Buddha Akshobhya. Das ist der blaue Buddha Akshobhya. Der Name heißt der Unerschütterliche. Seine Farbe, wie man sieht, ist tiefes Blau. Und die Tageszeit, mit der er assoziiert wird, die Morgendämmerung. Sein Element ist das Wasserelement. Und sein Symbol ist das Vajra. Vajra, ein buddhistisches Symbol, was in etwa dem Blitz des Gottes Zeus entspricht, ja, oder dem Donnerkeil des Gottes Thor. Es steht für eine nicht aufzuhaltende Kraft, für Transformation,
für die Vereinigung von Gegensätzen. Aus Geistesgiften werden Erleuchtungsqualitäten. Seine Mudra, die Handhaltung, ist die der Erdberührung. Der Buddha steht auch für ein Geistesgift, das ist Hass, und für einen Daseinsbereich, das sind die Höllenbereiche. Sein Tier, jeder dieser Buddhas hat ein Tier, sieht man jetzt hier nicht, ist der Elefant. Ja, und der Name heißt ja der Unverrückbare. Vielleicht steht das für sich. Und jeder Buddha hat auch eine Weisheit, die er verkörpert. Im Falle des Buddhas Akshobhya ist das die sogenannte spiegelgleiche Weisheit. Buddha Akshobhya steht für die spiegelgleiche Weisheit. Wir sprechen hier von Erleuchtungsqualitäten. Man stellt sich vor, die Weisheit wie ein Spiegel. Alles, was wahrgenommen wird, wird, wie es ist, wahrgenommen. Aber die Dinge kleben nicht am Spiegel fest. Ja, wenn die Dinge sich verändern, verändert sich das Bild im Spiegel. Anders als bei mir kleben die Dinge noch. Ja? Die spiegelgleiche Weisheit. Hast du mal die blaue Farbe am Oberrand, ne? Ja, und das Blaue selber ist natürlich auch für sich genommen ein Symbol. Wenn wir weiter im Uhrzeigersinn gehen, treffen wir am Mittag tief im Süden den gelb-goldenen Buddha Ratnasambhava. Ratnasambhava heißt der Juwelengeborene oder der Juwelengebende. Seine Farbe ist goldgelb, die Farbe der Erde, der Ernte, des Reichtums. Die Tageszeit ist der Mittag. Er steht für das Erdelement und wie für den Buddha eben das Vajra ist, sein Symbol ist das Juwel. Ja, der Buddha hält ein Juwel. Es steht für inneren Reichtum, für Fülle, für Großzügigkeit und ist das wunscherfüllende Juwel. Die Mudra dieses Buddhas ist die Mudra der höchsten Großzügigkeit, die nach außen gerichtete Hand. Es steht auch für Geistesgifte, Stolz. Der Daseinsbereich, mit dem dieser Buddha verbunden ist, ist der menschliche Daseinsbereich. Ja, die Welt der Kunst, der Kultur. Und das Symbol dieses Buddhas, das Tier, ist das Pferd. Schönheit, Stärke, Geschwindigkeit. Die Weisheit von dem gelben Buddha Ratnasambhava, die Weisheit der Wesensgleichheit. Ratnasambhava sieht die Gleichheit aller Phänomene. Wenn wir weiter im Uhrzeigersinn nach Westen gehen, treffen wir zur Zeit der untergehenden Sonne den roten Buddha Amitabha, den Buddha des unendlichen Lichtes, wie der Name übersetzt wird. Ja, rot, Farbe des Mitgefühls, Farbe der Liebe, auch die Farbe der Leidenschaft und der Meditation. Ja, die Tageszeit natürlich der Sonnenuntergang. Das Element, für das Buddha Amitabha steht, ist das Feuerelement. Sein Symbol der Lotus. Ja, Lotus steht für Reinheit, Entfaltung, Rezeptivität. Die Mudra ist die Mudra der Meditation. Das Geistesgift ist Gier und Amitabha wird sozusagen dem Daseinsbereich der hungrigen Geister ja damit assoziiert. Nicht, dass Buddhas im Bereich der hungrigen Geister leben, aber sie erscheinen dort als besonderes Teaching für die Wesen, die sich dort aufhalten. Ja, und der Bereich der hungrigen Geister ist natürlich geprägt durch Sucht, Obsession und Frustration. Das Tier des Buddhas Amitabha ist der Pfau, ja, mit seinen schildernden Federn. Und seine Weisheit ist die alles unterscheidende Weisheit. Alle Dinge sind unterschiedlich. Wenn wir weitergehen im Uhrzeigersinn, treffen wir im Norden zur Mitternacht den grünen Buddha Amoghasiddhi. Ja, der mitternächtliche Buddha. Amoghasiddhi bedeutet nicht aufzuhaltender Erfolg. Ja, die Tageszeit ist Mitternacht. Der Buddha Amoghasiddhi steht für das Luftelement und sein Tier hängt vielleicht damit zusammen, sogenannte Garudas oder Vogelmenschen, Kreaturen, die halb aus Vogel, halb aus Mensch bestehen, also so geflügelte Menschen. Und die tragen seinen Thron, wird es gesagt, durch die Luft. Und es ist so schnell, dass man es nicht sieht, es zischt nur. Der Buddha Amoghasiddhi, der nicht aufzuhaltende Erfolg. Er trägt als symbolischen Gegenstand ein Doppelvajra. Wir hatten vorhin schon den einfachen Vajra. Er hat ein Doppelvajra, ein gekreuztes Vajra, welches die Vereinigung von Gegensätzen auf der höchsten Ebene symbolisiert. Die Befreiung von der Unterscheidung zwischen unerleuchteter Existenz und erleuchteter Existenz. Und Buddha Amoghasiddhi hat die Mudra der Furchtlosigkeit. Sein Geistesgift ist der Neid und der Daseinsbereich die Welt der Titanen. Die Welt der Titanen gekennzeichnet von Konkurrenz, Neid und Kampf. Buddha Amoghasiddhis Weisheit ist die alles vollendende Weisheit. Schließlich gelangen wir in das Zentrum des Mandalas zum weißen Buddha, ja, der ist eigentlich weiß, eine Skulptur davon, zum weißen Buddha Vairochana, den Erleuchter. Vairochana, der Erleuchter.
Ja, seine Farbe ist weiß. Er ist keiner Tageszeit zugeordnet. Und sein Element ist das Raumelement. Sein Symbol ist ein goldenes Dharma-Rad, ja, so ein Rad aus Gold. Und er hält es in den Händen, in der Mudra des Drehens des Rades der Lehre. Also er steht für die Wirklichkeit, für den Pfad zur Erleuchtung. Das Dharma-Rad auch ein Sonnensymbol. Das Geistesgift ist die Unwissenheit, die Verblendung. Der Daseinsbereich, die Götterwelten und das Tier der Löwe. Bei Rudshanas Weisheit ist die Weisheit des Dhammadhatu, was man vielleicht übersetzen konnte mit der Weisheit der Wirklichkeit. Ja, und jetzt hier im Zentrum des Mandalas ist die Erleuchtung komplett. Die Vereinigung aller Gegensätze, wie die buddhistische Tradition sagt, auf der höchstmöglichen Ebene. Das Einswerden mit der Wirklichkeit. Die nicht-duale Erfahrung von tiefer Weisheit, grenzenlosem Mitgefühl und unerschöpflicher Schöpferkraft. Gut, so viel zu der Frage, was ist Erleuchtung aus buddhistischer Sicht betrachtet.